Hallo, ihr fantastischen Menschen. Es ist Halloween und ich nehme dieses Jahr wieder an der Halloween-Show 2021 teil. Für alle, die sich fragen, was ist diese Halloween-Show? Da haben sich ganz viele fantastische YouTuber zusammengeschlossen und jeweils ein Video zum Thema Halloween gemacht. Also irgendwie jeder in seiner Art, egal ob es Top-Listen sind oder Spiele oder ähnliches. Und das wurde jetzt alles zusammen in einer Playlist zusammengefasst, die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und alle, die durch diese Playlist auf mich zurückgekommen sind, an dieser Stelle viele Grüße an euch und willkommen auf diesem Kanal. Ich bin ein Gameboy-Onkel, sage ich mal. Der hauptsächliche Content meines Kanals dreht sich rund um den klassischen Gameboy. Und in diesem Video stelle ich euch drei Gameboy-Homebrew-Spiele vor, die sich so ein bisschen um Horrorthemen kümmern, ne? Also so klassische, original erschienene Gameboy-Spiele von damals, die dem Horror-Genre zugänglich sind. Gibt es natürlich nicht so wirklich, aber es gibt ja die Homebrew-Szene und da gibt es einige schöne Spiele. Aber genug der langen Vorrede, ich schaue jetzt gleich mal rein. Und wie gesagt, wenn ihr Lust auf viele, viele fantastische YouTuber habt, ab in die Playlist und guckt euch das alles an. Aber natürlich erst, wenn ihr dieses Video zu Ende geguckt habt. Fangen wir an. Und als erstes habe ich euch Opossum Country mitgebracht. Wie immer, die Links für diese Spiele findet ihr unten auch in der Beschreibung. Das sind ganz normale ROM-Dateien, die ihr dann mit einem Emulator eurer Wahl spielen könnt. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich den Entwicklern immer auf der Seite gerne mal ein Trinkgeld dalassen. Und alle Spiele sind im Prinzip gleich, die ich euch heute vorstelle. So viel schon einmal vorweg. Es sind alles so ein bisschen natürlich storygetriebene Adventure-Spiele, sage ich mal. Und ich werde die auch nur kurz anspielen, weil die sind auch teilweise sehr kurz, die Spiele. Also ungefähr 15 bis 20 Minuten durchgespielt, genauso wie dieses hier, Opossum Country. Deswegen werde ich auch hier nur kurz den Anfang spielen, ist aber sehr schön. Also, wir sind im Prinzip ein Essenslieferant und wir sollten jetzt Essen in so einen Trailerpark, ne, so einen typisch amerikanischen irgendwie ausliefern. Und wie ihr seht, die Musik ist schon unheimlich und wir klopfen hier einfach mal an die Türen. Und wie ihr seht, ist auch die Grafik sehr schön gepixelt für die Verhältnisse des Gameboys auf jeden Fall. Sehr, sehr charakteristisch, ne? Okay, also die Essperson weiß nichts von irgendwie Essen bestellt oder ähnliches, okay. Und gibt uns so ein bisschen den Tipp, hey, Fremde sind hier auch nicht so gerne gesehen, aber gut, irgendwer muss uns ja gerufen haben. Ne? Gehen wir hier mal zum nächsten, der ist etwas größer. Vielleicht haben wir hier. Okay, hier haben wir eine junge Dame. Entschuldigung, hast du irgendwie Essen irgendwie bestellt? Antworte nicht, was natürlich seltsam ist. Und ja, gut, wir schließen daraus wahrscheinlich nicht. Ne? Alles klar, gut, dann gehen wir hier einfach mal weiter. Ist ja nicht der einzige Wohnwagen, der hier ist. Also wie gesagt, diese charakteristisch ist einfach super schön gestaltet. Also die Atmosphäre, auch wenn natürlich jetzt die Musik auf Dauer mal vielleicht ein bisschen eintönig wirken mag, ist hier sehr, sehr gut gelungen. Ne? Okay, also er meint, okay, riecht gut, aber er hat nichts irgendwie bestellt, aber seine Frau ist auch irgendwie weggelaufen. Vielleicht wir auch. Also allgemein scheint man hier Fremden sehr, sehr skeptisch gegenüberzustehen. Ne? Hier werden wir gleich mit einer Shotgun, mit einer Schrotflinte begrüßt. Auch hier wurde es nicht bestellt. Okay, wir sind jetzt hier alle durch und irgendwie haben wir das Gefühl, okay, mit diesen ruhigen Mädchen, da stimmt irgendwie was nicht. Ne? Also gehen wir jetzt einfach mal hin. Ihr seht, also diese Spielen müsst ihr nicht sehr, sehr großartig herumrätseln. Das sind jetzt keine super Kopfnüsse. Es wird Wert auf die Atmosphäre und den allgemeinen Ablauf gelegt. So, und dann gucken wir hier mal. Okay, wo ist das junge Mädchen hin? Okay. Also er schickt uns im Prinzip weg. Wie gesagt, die Texte überspringe ich jetzt hier allgemein so ein bisschen. Ich will euch nur einen Eindruck von dem Spiel vermitteln. Okay, also gut. Wir machen uns jetzt Sorgen und fragen es einfach mal rum, ob irgendwer das Mädchen kennt. Okay, gut. Also sie würde uns jetzt was sagen, wenn wir aus dem Brunnen etwas Wasser holen. Okay, aber da ist ja das Mädchen, okay? Gut.
Das wühlt da so im Mülleimer rum, aber hey, wenn die was zu essen braucht, wir haben ja was dabei eigentlich, ne? Okay, wir sind natürlich der wahre Gentleman und wollen sie mitnehmen. Sie folgt uns auch. Wir haben hier unser Auto, komm, zack, komm rein. Alles klar, okay. Dann natürlich Horrorfilm-Klischee Nummer 1. Das Auto startet nicht. Wie sollte es auch anders sein? Gut, dann wollen wir mal gucken, ob hier irgendwer ein Telefon hat. Hier ist zumindest eine Leitung. Okay, gut. Solange wir mit was schnell abhauen, hier ist ein Telefon, aber es funktioniert natürlich nicht. Und so entwickelt sich jetzt die Story weiter. Wie gesagt, ich will euch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber jedenfalls ist das ein sehr schönes, kompakt erzähltes Adventure, was eine wirklich sehr, sehr schöne, dichte Atmosphäre aufbauen kann, kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen und wir gehen jetzt zum nächsten Spiel. Und das nächste Spiel ist Bitterroot. Ist natürlich jetzt hier immer ein bisschen mit Farbe unterlegt, das sind natürlich die Game Boy Color Version. Ihr könnt es aber, soweit ich weiß, theoretisch auch auf den normalen Game Boy spielen. Und gerade dieses Spiel, das arbeitet sehr mit diesen Farbkontrasten. Ihr seht es wahrscheinlich schon. Auch hier durch den Menüpunkt Load Game. Das Spiel ist mit Abstand das längste von den dreien, was ich euch vorstelle. Und auch an den Cover Art, also da hat sich der Entwickler wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, da ein bisschen Design reinzumachen. Und auch hier, guckt euch mal, was da technisch rausgeholt wurde aus den kleinen Game Boy. Ich finde, es sieht einfach fantastisch aus. Auch hier haben wir natürlich eine, sag mal, relativ normale Horrorspielprämisse. Und zwar sind wir eine junge Frau, die mit dem Auto liegen geblieben ist. Ne? Passiert ja oft. Und gut, wir suchen natürlich Hilfe. Und wie ist es immer so, natürlich so ein creepy altes Herrenhaus ist zufälligerweise da in der Nähe. Ja, wir gehen natürlich rein. Mal gucken, was da los ist. Und da entfaltet sich natürlich die Geschichte entsprechend. Hier müssen wir halt so ein paar Sachen kombinieren. Ich zeige euch das so ein bisschen mal ganz grob. Und zwar sind wir hier im Haus, es scheint unbewohnt zu sein. Ob es so bleibt, will ich spoilern. Wie gesagt, werden wir sehen. Okay, und wir gehen hier lang. Wie gesagt, es ist immer ja, ein Raum so dargestellt. Und was ich euch hier, was ich am Anfang nicht so ganz gerafft habe, was ihr hier seht, was sich vielleicht nicht ganz so komplett selber erschließt. Und zwar seht ihr hier so einen etwas hell unterlegten Rahmen. Das ist ein Türrahmen, wo ihr quasi zu euch in eine Tür reingehen könnt. Ich habe das oft irgendwie am Anfang nicht so ganz gerafft. Ich habe mir immer gedacht, wo geht's hier weiter? Das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Vielleicht lag es auch an mir, dass ich es nicht gerafft habe. Ich habe keine Ahnung. Und da können wir natürlich hier suchen. Ne? Zum Beispiel hier, okay, ein Buch fehlt. Müssen wir wahrscheinlich besorgen. Ne? So viel vorher, okay. Die Tür ist abgeschlossen. Okay, das ist dieser Raum. Finden wir erstmal so ein paar Hinweise, würde ich sagen, was wir überhaupt machen sollen. Diese Türszenen, die erinnern so schön an die alten Resident Evil Teile, finde ich. Also da sieht man schon, wo ein bisschen Inspiration her ist. Vielleicht auch dieses alte Herrenhaus. Ne? Gehen wir hier mal rein. Was ist hier? Und auch hier, so die Musik ist so langsam, also finde ich sehr schön. Hier sind wir in einer Art Technikraum. So, okay, Kontrollpanel für das Haus. Okay, brauchen wir bestimmt noch, um irgendwie Strom wieder zu richten oder sowas. Okay, Spoiler, das ist so quasi das erste große Rätsel. Da könnt ihr dann natürlich dann später das Licht anmachen. Brauchen wir natürlich eine Sicherung. Gehen wir zuerst einmal hoch. Und auch hier sehr, sehr stylisch und thematisch natürlich passend irgendwie alles umgesetzt. Hier haben wir ein schönes Feuer. Übrigens auch alle drei Spiele, soweit ich weiß, sind mit dem Game Boy Studio gemacht worden. Das ist so eine Art kleines Baukastensystem, wo ja mit, ja, wo es etwas vereinfacht wird, ein Game Boy Spiel zu erstellen. Ne? Okay, wir haben hier einen Kamin, es ist an. Okay, aber wenn hier keiner drin ist, wer soll das angemacht haben? Ne? Gucken wir weiter. Und wie man sieht, die Gegner sind so in schön rot unterlegt. Und das ist wirklich sehr, sehr stylisch. Deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, das mit dem Game Boy Color zu spielen. Ich mag ja solche schwarz-weiß und dann ist irgendwas in Farbe. Okay, also es scheint ein Gegner zu sein. Und da, okay,
Da ist es zu dunkel, da kommen wir nicht weiter. Also werden wir da wahrscheinlich irgendwie einen Strom anstellen müssen oder ähnliches. Da kommen wir auch nicht hoch, weil, naja, wir müssen es irgendwie erhellen, was logisch ist, weil es ist ein dunkles, gruseliges Herrenhaus. Und damit entfaltet sich das erste Rätsel. Auch das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Wie gesagt, das ist etwas länger. Wunderbare klassische Horrorspiel-Atmosphäre. Und dann geht's zum nächsten. So, und das nächste Spiel, wie man sieht, ist das auch ein Tick länger. Es ist nicht ganz so kurz wie das erste Spiel, aber auch nicht ganz so lang wie das zweite Spiel. Zumindest so nach meinem Gefühl her. Und das ist The Dead in My Living Room. Und das hat auch eine ganz einfache Prämisse. Und zwar werdet ihr sehen, auch hier die Grafik wunderschön. Also ich finde wirklich, was diese Pixelkünstler da wirklich aus diesen Ullen Gameboy raus, so finde ich wirklich fantastisch. Also, wir spielen diese Person, wir fühlen uns irgendwie nicht gut und irgendwie haben wir seit Tagen geschlafen. Meine, wir kennen es alle, wir haben alle mal einen Kater gehabt und so weiter. Wir wachen auf jeden Fall auf und da ist aber irgendwie eine Leiche in unserem Wohnzimmer, die zugedeckt ist. Warum? Und was macht die da? Und das ist schon quasi die Prämisse der Geschichte und damit entfaltet sich das, ne? Haben wir die irgendwie umgebracht oder nicht? Also, er traut sich da auch gar nicht, irgendwie genauer hinzugucken. Und das Spiel spielt halt in dem Haus hier statt, ne? Und da müssen wir natürlich so kleinere Rätsel lösen. Hier zum Beispiel im Badezimmer. Haben wir alles sauber. Perfekt sauber. Und boah. Irgendwie merkt ihr schon, also, okay, Badewanne, hey, da könnte ich mich ja umbringen, weil es ist alles scheiße. Die Tonalität ist natürlich eher düster, ne? Er fühlt sich halt einfach gar nicht so gut, ob er nicht vielleicht ins Bett gehen soll. Und wir gucken erstmal ein bisschen im Haus rum. Also, es gibt das Obergeschoss, es gibt den Keller hier. Da weitet sich natürlich noch alles, ne? Wir haben hier so Details wie. Das sind irgendwie Risse im Boden, das ist der Garage, aber wo ist denn der Schlüssel? Und wir wissen gar nicht so allgemein, was wir machen sollen. Ne? Und dann gucken wir hier einfach mal. Alte Couch, okay, ist nur zusammengeflickt. Ne? Und was haben wir denn hier? Wir haben hier verschiedene Bücher liegen, alles irgendwie mit Vieren irgendwie, ob das irgendwie was sagt oder nicht. Aber ja, lesen muss gerade echt nicht sein. Ne? Und ja, gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach mal ins Bett irgendwie. Ne? Oder auch doch noch nicht. Okay, wir haben zu viel Schiss vor unseren Träumen. Also müssen wir mal gucken. Hier seht ihr, das ist so eine Art Inventarliste, was ihr da habt. Und jetzt müssen wir erst natürlich erstmal hier ein bisschen erkunden. Das ist eine seltsame Pflanze hier übrigens. Ja, die ist wirklich seltsam, aber schön. Ja. Ist irgendwie seltsam, ne? Wenn sie so eine Pflanze so bewegt. Also, ihr merkt schon, es ist irgendwas stimmt hier irgendwie ganz gehörig nicht. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier noch so machen können. Ich schätze mal, wir müssen hier irgendwie in den Keller rein. Da haben wir eine Leiter. Die haben wir uns von Jacob geliehen, aber er will da nicht hoch, weil er hat Schiss. Dann haben wir hier noch eine Tür, ist auch abgeschlossen, aber irgendwie ist die zu, seitdem er das Haus gemietet hat. Also irgendwie ist es da nicht so viel. Okay, manchmal kann ein Licht uns leiten, aber die meiste Zeit macht es das irgendwie nicht. Gut, hier ist dann wahrscheinlich nichts mehr. Aber dann gucken wir mal, vielleicht ist hier im Wohnzimmer noch was, ne? Hier haben wir eine Lampe, Sofa. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier. Nee. Er traut sich einfach nicht runter zu gucken. Und im Badezimmer. Also, ihr merkt schon wirklich, er ist wirklich traurig. Er kann einfach nicht mehr. Ne? Okay. Ne, Heizung geht nicht und so weiter. Wir können herausgucken, er ist wirklich deprimiert.
Er will nicht auf Toilette gehen, aber da finden wir irgendwie, da ist irgendwie was drin. Ne? Und da ist ein Schlüssel drin. Und so viel kann ich euch verraten schon, da können wir jetzt in den Keller gehen und in die Garage gehen. Also wie ihr seht, die Rätsel halten sich wirklich einfach. Das konzentriert sich halt eher auf die Erkundung und wird natürlich durch seine Story weitergetrieben. Okay, das Auto sieht kaputt aus, da sind komische Flecken irgendwie. Da liegt irgendwie was, das können wir aber nicht aufheben. Dann haben wir hier eine Kiste mit Weinflaschen. Okay, er fühlt sich jetzt nicht so gut. Jetzt will er schlafen gehen. Ne? Also irgendwie scheint, dass das Auto ihn an irgendwas zu erinnern. Schauen wir mal, aber gut, den nehmen wir uns jetzt einfach mal hin und gucken wir mal weiter. Ne? Wir schlafen. 3 Uhr nachts. Da passieren ja alle komischen Sachen. Und das Essen plötzlich? Wo kommt das denn her? Warum ist da plötzlich Essen? Ne? Das passt ja gar nicht. Und so entfaltet sich denn eben die Geschichte. Ich will euch auch da nicht zu viel vorwegnehmen. Es geht natürlich so ein bisschen ne, tageweise oder schlafrhythmusweise, wie man es auch bezeichnen will. Ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, die wirklich sehr abgedreht und spannend später wird. Kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Und ich hoffe, euch haben meine 3 Horror-Homebrew-Geheimtipps gefallen. Wie gesagt, schaut mal bitte bei den anderen YouTubern in der Playlist vorbei. Und es freut mich, dass ihr reingeschaltet habt. Und ich wünsche noch euch eine wunderschöne Zeit. Vielleicht geht ihr ja feiern, vielleicht auch nicht. Egal, kommt gut in den November rein. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.